Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unexplored. Ich irre weiter hier durch den Dungeon und ich hoffe, ihr werdet mich auf meiner Reise weiter begleiten. Auch wenn ich noch nicht so wirklich weiß, wo ich denn jetzt hier hin muss und wo das hier weitergeht. Ach so, doch, da war ich schon. Ich kam gerade, ich dachte, ich hätte gerade was gefunden, aber nö. Nö, natürlich nicht. Verriegelt. Ja. Das Spielchen kennen wir ja schon. Ich würde mir wirklich wünschen, dass hier oben links auf der Minimap diese Abzweigung da wirklich irgendwie besser sichtbar wären. Ich sehe das hier ein bisschen schlecht. Vielleicht seht ihr das ja im Video besser. Aber ich muss da schon ganz genau hinschauen. Die Tür ist noch immer verriegelt. Und hier gibt es nach wie vor nichts, was mir hilft, da irgendwie weiterzukommen. Das ist irgendwie ganz schön doof, wenn ich mal so ehrlich bin. Das hier sieht auch irgendwie verdächtig aus, aber nee. Ja, das war das hier mit den Teilen. Da muss ich da irgendwas reinpacken. Hier ist auch kein Durchkommen, also bin da jetzt schon etwas ratlos. Jetzt habe ich hier mal eine bessere Rüstung und Helm und dicken Schild und eine vernünftige Waffe. Und was ist? Ich komme hier nicht weiter. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, das nochmal irgendwie alles abzulaufen, würde ich sagen. Deswegen sollten wir vielleicht nochmal eine Etage hochgehen. Ja, weil es ist kein Weiterkommen möglich. Von hier können wir aber nur nach unten. Da soll es eine Etage tiefer, soll es zwei Abzweigungen geben. Wenn ich so eine Statue brauche, um da die Tür zu öffnen, dann ist sehr wahrscheinlich, dass hinter der Tür auch eine Treppe liegt. Und das ist eine wirklich blöde Kombination. Was ist denn hier mit Big Dog? Ich glaube, ich probiere den jetzt mal so ein bisschen. Oh Gott, macht der viel Schaden. Oh Gott, mache ich wenig Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Habe ich denn noch irgendwas hier? Was könnte ich denn noch benutzen? Resist Fire, ja. Okay, das ist... Das könnte durchaus hilfreich sein. Ja, ich bin jetzt feuerimmun. Kannst du mich mal? Aber man kann mich immer noch hauen. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. So, aber der ist so machbar, definitiv. Oh, blocken, blocken, blocken. Oh, ich sag noch, der ist machbar und ich bin gleich Geschichte. Los. Wow. Wow. Errungenschaft freigeschaltet. Eelboy. Da kam ja schon lange nichts mehr. Vielleicht hab ich damit dann auch wieder irgendwie eine neue Klasse freigeschaltet. Mal schauen. Weil ich glaube, Errungenschaften, wenn man eine Errungenschaft bekommt, dann wird da auch gleichzeitig so eine Klasse freigeschaltet. So, das nützt mir aber nicht mehr allzu viel. Also jetzt, dass ich den erledigt habe, mal abgesehen von der Errungenschaft, aber mit 9 Lebenspunkten von maximal 54 komme ich hier, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Da kommt so ein altes Schwert an. Ich muss aufpassen. Diese Schwungattacke, ich bin das echt nicht mehr gewohnt. Ich spiele ja eigentlich, ich spiele zu oft mit Kurzschwert, ganz ehrlich. Kann man hier irgendwas erkennen? Will ich da durch? Ja, eigentlich nicht, aber ich müsste vielleicht mal schauen. Toll, will ich hier durchs Wasser? Ich sehe keinen Fisch. Aber nur weil ich keinen Fisch sehe, heißt das nicht, dass es da keinen gibt. Ja, okay. Das war zu erwarten. Aber mir sind halt auch wirklich die Optionen ausgegangen. Also ohne Lebensenergie, keine Ration, keine Heiltränke mehr.
Da ist nichts mehr zu machen, großartig. Was stand da? Completed? Nee. Hab ich das freigeschaltet? Nee, das hatte ich doch schon. Moment. Ich schau mal kurz hier. Was haben wir denn hier noch so Tolles? Ja, 5 Dungeons. Ach so, schaltet man den Krieger frei. Mit einem Schwert. Fehlt dazu auch ein Kurzschwert? Habe ich schon mal 50 Gegner besiegt? Und wenn ja, habe ich die mit einem Kurzschwert besiegt? Ich weiß es nicht. Scheinbar habe ich hier doch nichts freigeschaltet. Okay. Dann mal wieder von vorne. Weil es ja so viel Spaß macht. Und nach wie vor nehme ich den Abenteurer, einfach weil der schon ein Schwert hat. Und ich versuche jetzt mal vielleicht so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass ich den Krieger freischalte. Weil ich würde gerne mal einen Krieger spielen. Den würde ich, glaube ich, auch gegen Abenteurer austauschen. Eintauschen. So. Nehmen wir wieder 3 Rationen zusätzlich mit und ein Lockpick. Und das dürfte dann doch reichen. Ja, hier mit Antidote und Resist Fire. Antidote, ja, ist halt die Frage, ob man dann so ein Dungeon bekommt, wo man das dann auch braucht oder nicht. Und dafür 25 Gold auf Verdacht ausgeben für eine Potion. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Und unbekannte Potion kaufen für 35 Gold, ich weiß ja nicht. Und sonst so Identify wäre eine Option, aber ja, das ist wieder abhängig davon, wie viele Items man bekommt, die man zu identifizieren hat. Von daher sehe ich da nicht unbedingt so wirklich den Nutzen, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Hier gibt es schon mal nichts weiter. Da ist schon die erste Potion. Ja, ich schaue erstmal hier. Wir schauen uns erstmal hier oben um. Ganz relaxed und easy hier wieder anfangen. Du wirfst gleich mit dem Dolch. Richtig, Kollege? Richtig? Dann halt nicht. Dann steche ich dich halt so ab. So. Huch. Ach, da. Da hat er sich versteckt. Ja, die erste Ration geht schon mal weg. Hat man aus dem Winkel halt echt blöd gesehen. Du nimmst kaum Schaden. Aber du machst mir bestimmt nicht wenig Schaden, von daher. Aber ich habe ja immerhin hier noch einen Dolch. Ja, der jetzt sonst wo ist. Wunderbar. Hallo? Da. Ja, das ist ein bisschen vom Winkel mal teilweise echt ein bisschen doof. Aber damit müssen wir halt leben. Hier geht es schon runter. Da bin ich schon mal beruhigt. Eine Schaufel. Benutze ich auch so gut wie nie. Vielleicht sollte ich die mal öfter benutzen und einfach mal ein bisschen graben. Die Frage ist nur, wo kann ich denn hier genau graben? Kann ich hier graben? Nö. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen schlau machen, was das angeht, glaube ich. Ja, jetzt wirf deine... Oh, verdammt. Eine blöde Potion. Das war schon wieder unnötig Leben verloren. Aber eine Healing Potion bekommen, von daher... Kann ich damit leben? So. Mit diesen Mini-Fledermäusen kann ich auch leben. Ja, ich könnte wieder eine Fackel nehmen und so, aber die sind ja kein großes Problem. Kein Thema. Da war unten rechts nur Wasser. Dann hier mal schauen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Im Wasser, weil da ist eine verschlossene Tür. Ach nee, da bin ich ja weggekommen. Ha 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 ha. Oh Gott, oh Gott. Das fängt schon gut an.
Das fängt echt schon gut an auf Level 1. Oh Gott, ich laufe auch schon wieder voll verkehrt. Ah ja, da bin ich mit meinen Gedanken einmal kurz woanders und schon stehe ich vor einer Wand. So, gehen wir mal auf den nächsten Level. The Floor of the Ruthless. Was haben wir denn hier? Eine Kiste schon mal. Ja, Flint and Steel 21 schon von den Teilen. 3 Fackeln dafür aber nur. Ja, komm, Pfeile nehme ich mal mit. Vielleicht sollte ich auch mal wieder einen Bogen benutzen. Das Problem ist, man muss hier wirklich alles benutzen, was man findet. Auch einen Bogen. Weil man sich halt nicht aussuchen kann, was man nimmt, so wirklich. Oder was man besser gesagt, was man findet. Muss man sich halt mit dem arrangieren, was man findet. Ja, nee. Erstmal nicht. Vielleicht gibt es ja hier einen Schalter. Dann löst sich das Problem mit dem Geschützturm da schon von alleine. Oh Gott, da war ich viel zu langsam. Jetzt blute ich auch noch. Oh, du verdammte. Verdammte Echse. Kann damit allerdings auch seine Zunge blocken. Er hat nicht ganz gereicht. Er hat auch noch nicht ganz gereicht. Was ist denn hier los? Aber ich habe irgendwie den Verdacht, als ob die... Sind die Zungen kürzer von den Salamandern? Ich weiß es nicht. Es kommt mir so vor. Ich laufe da nicht mehr so viel rein irgendwie. Kann natürlich sein, dass ich mir das einbilde oder dass ich vorsichtiger bin. Das könnte auch gut sein. Eine Mace. Ja, doch. Eine Axt haben wir ja schon. Von daher, nö. Ein Bogen. Ja, noch eine Mace. Ja, das ist alles. Aber ich will ja sowieso mit dem Schwert was machen. Hier haben wir eine Lederrüstung. Die ist schon mal eine ganze Ecke besser. Würde ich mal sagen, Moment, da steht 50% Chance, 5 Piercing, Slashing, Crushing. Und hier haben wir 2 Piercing, Slashing. Aber dafür bei jedem Angriff. Hier, da war schon mal der Schalter für den Geschützturm. Durch die Türen komme ich halt noch nicht. Dann werde ich mich jetzt mal da am Geschützturm entlang begeben. Und vielleicht, was heißt vielleicht, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass zumindest ein Schalter sich hier irgendwo befindet. Dass ich da die Türen aufmachen kann. Raum, in dem sich nichts befindet. Ja, das fängt schon gut an. Das ist echt hilfreich, oder nicht? Kann ich denn... Moment, muss ich das denn... Muss ich die denn... Nein. Nö, okay. So, was gibt's hier? Hier ist noch ein Schalter für einen Geschützturm. Alles klar, das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt sag nicht, ich finde hier gleich einen Schalter und muss da ganz außen wieder rumlaufen. Oder ich komme gleich da so hin. Was steht denn hier? Shoulder my burden with me. Ja, ich kann das halt hier nochmal probieren mit den Blind and Steel, aber nee, was ist denn mit der Schaufel? Nein. Lockpick? Nein. Eine unbekannte Potion? Nö. Eine Ration? Ja, klar. Jetzt bin ich gesegnet. Und das hat mich eine Ration gekostet. Und ich bin nur so gesegnet, dass das abläuft. Und es wäre vielleicht auch besser, wenn ich... mir den Krieger freischalten will, dass ich, sobald ich ein Schild finde, das mit ausrüste. Damit ich hier nicht anfange, Gegner mit dem Dolch zu erledigen. Bist du für die Tür? Ach, da geht's runter. Ach, jetzt haben wir hier schon 2 Abzweigungen. Wo geht es denn hier hin? The Walls of Webs. Oh Gott, viele Spinnen, viele Spinnen. Geht es denn? Ja, sieht so aus, als ob es da weitergeht. Kann ich da gegenlaufen? Ja, das ist kein Thema. Okay. Kann ich mich denn, Moment, kann ich mich hier durchbuddeln?
Ja, scheint so. Will ich mich denn da durchbuddeln? Wüsste jetzt auch gar nicht, aber das Zeug, das wächst doch wieder nach, oder nicht? Das sieht auf jeden Fall so aus. Moment. Oh ne, gleich stecke ich wieder fest. Ich sehe das schon kommen. Kann mich hier mal. Ja, ich versuche mich jetzt hier einfach mal durchzubuddeln. Oh Gott, nein. Ah, ich glaube, ich gehe wieder zurück. Das ist doch blöd. Es ist irgendwie muss man da doch durchkommen. Da unten ist ein Schalter. Ja, aber da brennt es auch. Von daher komme ich denn da unten irgendwie hin? Nicht da. Ach, das ist blöd hier. Das gefällt mir nicht. Ich gehe jetzt hier wieder hoch. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das bezieht sich nicht nur auf Gegenstände, man muss sich auch auf die Umgebung einstellen. Habe ich einen leeren? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine leere Potion. Dann gehen wir doch mal da die andere Treppe runter. Zumindest kann ich mich da mit der Schaufel durchhauen. Nach Graben sieht das nicht unbedingt aus, aber Blut nehme ich jetzt nicht mit, weil ich auch nicht weiß, wofür ich das wieder brauche. The Enchanted Caves. So, dann sind wir hier. Da ist Wasser mit Wasser. Ja, okay, ich wollte erst sagen, mit Wasser habe ich kein Problem, aber der Realität habe ich mit Wasser kein Problem, aber in diesem Spiel schon. Oh nein. Giftmäuse. Giftige Giftmäuse. So. Ich mache jetzt hier absichtlich alle mit dem Schwert kaputt. Was ist mit dir, Echse? Du bist Geschichte, Salamander. Ich glaube, ja, ich gehe jetzt erstmal zurück und schaue hier oben. Kommt dann nur wieder das Gas raus oder das Gift. Deswegen wäre ein Schalter für die Lüftung nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Gibt es hier irgendwas? Healing Potion. Schon 5 Healing Potions. Wow. Gold. Will ich die öffnen? Ja, komm. Ist zwar verflucht, aber was soll's. Ein Schlüssel und eine Schriftrolle. Ja. Okay. Jetzt nicht so spannend, aber da komme ich. Nee, da sehe ich nichts. Dann halt mal so. Das war dann für hier die Tür. Was ist denn hier oben? Wenn der Schlüssel in der verfluchten Truhe war, dann muss es doch hier irgendwas geben. Supplies. Ich habe nur 12 Gold. Dann kann ich mir das auch schon sofort sparen. Ja, ich kann so zweimal zustechen mit dem Kurzschwert und dann hat er wieder seine Zunge einsatzbereit. Ah, ja, da wäre ich fast ein bisschen zu gierig geworden. So. Ah, ja, die Tür. Hoho, Amulett. Dann lege ich halt das Amulett mal an. Bringt mir das irgendwas? Soll mir das irgendwas sagen, dass es hier eine, dass da eine Schaufel liegt? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwo buddeln könnte. Nö. Okay. Rechts war ja nur der Händler. Ich brauche hier wieder meine Fackel. Und ja, hier scheint auch nichts. Oh, verdammt, ja, das ist das Problem, wenn das dann so dunkel ist. Und da noch so ein dunkler Gegner ankommt, dann wird's ganz schön duster.
Ja, ich könnte jetzt, ich kann ja mal kurz hier ins Buch schauen. Es pausiert ja das Spiel. According to my map, some areas of this floor can only be reached through flooded tunnels under the cavern walls. That sure sounds very exciting. Ja, total. Wenn der das exciting findet, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, Potion, da ist noch eine Potion. Dann muss es da doch irgendwo da rechts noch weitergehen. Irgendwo, da kommt man hier durch? Ja, das gucke ich mir erstmal nicht an. Ich nehme erstmal wieder hier einen Dolch. Kann ich mich denn... Ich müsste mich doch dann theoretisch... Nee, bei denen funktioniert das nicht. Und... da funktioniert das scheinbar auch nicht. Es ist immer noch nicht so wirklich, wo man sich denn hier durchbuddeln kann. Keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir das im nächsten Video raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich freue mich über beides sehr und bis bald.